Moin, liebe Zuschauer, Abonnenten und Freunde meines Kanals, möchte ich euch ein neues Video hier vorstellen. Ja, man muss nicht immer eine neue Lok präsentieren oder wie ich in der Vergangenheit gesehen habe, dass manche über irgendwelche Hersteller herziehen. Das ist nicht mein Stil und das mache ich auch nicht. So, ja, worum geht es? Man muss sich, wie gesagt, nicht immer eine neue Lok kaufen. Man kann auch seine altbewährten Lokomotiven hier immer neu präsentieren. In diesem Falle werde ich die legendäre Rheingold-Zuglokomotive hier zeigen. Das ist eine E10, und zwar genau gesagt eine E10.12, eine der legendären Rheingold-Zuglokomotiven. Diese Lok oder der Zug wurde ja 1962 neu ins Leben gerufen und da brauchte man eine adäquate Lokomotive. Und zwar hat man sich dann die Baureihe E10, da hat man vier Lokomotiven abgesondert und sie modifiziert, indem man eine neue Drehgestelle einbaute und sie damit für 160 Stundenkilometer fit machte. Und das Modell dieser Lokomotive werde ich jetzt hier in diesem kleinen Video zeigen. Die Rheingold-Lokomotive Baureihe 112. Ja, ein wunderschönes Modell der Firma Minitrix. Die Wagen sind entweder von Fleischmann und die mit silbernem Dach, das ist ein Dreier- oder Vierer-Set von Arnold mit diesem Speisewagen auch. Und natürlich den Panoramawagen. Immer eine Augenweide, diese wunderschöne Lokomotive.
So, und mit diesem Eindruck möchte ich mich verabschieden und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal und hab noch einen schönen Tag oder Abend oder sonst was. Tschüss.